Abend, meine Damen und Herren. Sie werden sicher schon bemerkt haben, dass vor Stücken, die einen aktuell politischen Bezug haben, in aller Herren Sender immer ein keimfreier und sehr würdig aussehender Moderator vor die Kamera tritt und Folgendes desinfiziert. Er sagt dann gewöhnlich: Meine Damen und Herren, das nun folgende Stückwerk soll nur einen Einzelfall darstellen und betrifft natürlich in keinster Weise sämtliche Eiergroßhändler der Bundesrepublik. Im zweiten Akt wird ein Politiker ein Idiot genannt. Auch das betrifft natürlich in keinster Weise sämtliche Und das wollten wir vermeiden und haben uns gesagt, dann desinfizieren wir unser Stück lieber gleich selber. Und da wollte ich nur sagen, also die Personen dieser Handlung sind natürlich frei erfunden und die Politiker, die drin vorkommen, die kennt keiner. Und sogar der Charakter, also den ein Politiker gegen Ende des Stückes dann hat, den haben wir nicht. Also alles frei erfunden und es ist natürlich auch lachhaft zu glauben, entschuldigen Sie, ich muss mich jetzt umkleiden, ich muss gleich in die Handlung. Es ist natürlich auch lachhaft zu glauben, dass es in Deutschland ein Institut gäbe, das Politiker ausbildet, nicht? Das müsste man ja dann merken, nicht? So, völlig egal, ich muss jetzt ins Institut. Ich wollte Ihnen nur noch mal sagen, die Personen der Handlung sind wirklich frei erfunden. Sogar die Handlung ist frei erfunden. Und sogar die Feststellung, dass das alles nichts mit der Realität zu tun hätte, ist alles frei erfunden. So, meine Damen und Herren, sehen wir mehr als ein Anliegen vor uns. Mehr denn je ist es unsere sittliche Pflicht, mit ruhiger Entschlossenheit der geistigen Vermassung entgegenzuwirken. Was wir heute brauchen, sind Köpfe, Profile, Persönlichkeiten. Was? Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie sich bewusst, wenn Sie zur Wahlurne schalten, dass es nur eine einzige Partei gibt, die der Zukunft gewachsen ist und ihr Vertrauen verdient. Wählen Sie! Ja, ganz gut. Ich danke sehr, Herr. Für den Anfang. Wieso habe ich denn irgendwas falsch gemacht? Alles. Aber ich habe mich doch streng... Ich meine, alles war für den Anfang recht ordentlich. Aha. Lieber Ellermann, wie Sie das sagen, natürlich noch nicht. Was Sie sagen, gut, war gut. Aber wie? Lieber Ellermann, was haben Sie sich gedacht, als Sie sagten, es ist unsere sittliche Pflicht? Ja, wenn ich ehrlich bin... Nein, das nicht, das wirft uns im Wochen zurück. Nein. Offen gestanden, ich dachte dabei eigentlich gar nicht. Ja, sehen Sie, da kommen wir der Sache schon näher. Lieber Ellermann, legen Sie mehr Samt in den Satz. Denken Sie an Gesamtdeutschland oder so. Lieber Ellermann, was, wie Sie Vertrauen aussprechen, das ist dilettantisch. Ich muss Ihnen sagen, legen Sie da alles hinein. Bedenken Sie, was man mit Vertrauen alles machen kann. Ja. Ich meine mit dem Wort. Mit dem Wort Vertrauen, da müssen Sie sich dem Wähler wie eine nasse Hundezunge ins Gesicht schmeicheln. Vertrauen. Vertrauen, ja. Telefon, Herr Doktor. Telefon. IVADW, Institut für Aufbereitung und Durchsetzung von Waren aller... Ach so, Sie sind es, Herr Dr. Rabe, ja? Ja, ich werde Ihnen Bescheid sagen. Ja, Herr Dr. Rabe... In Ordnung. Herr Dr. Rabe, kommt gleich. Sie möchten hier bleiben. Wir will Ihnen noch was Entscheidendes mitteilen. Ja. Ich bin fertig. Jetzt kommt Kollege Geiger, bitte. Ja, Doktor, Ihre Krawatte müsste etwas heller sein. Und dann die Perle, die wirkt also affig. Muss ich Ihnen sagen, sonst ist alles schon recht ordentlich. Ja, auf die Waage, bitte. Auf die Waage, ja. Kilo. Sehr ordentlich. Ich glaube, wir werden es schon schaffen. Ja, was bitte schaffen wir? 15 Kilo Gewichtszunahme bis zur Wahl. Noch 15 Kilo bis zur Wahl? Also ich schleppe mich schon so genug herum. Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, lieber Herr Doktor. Lieber Ellermann, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder gesund bleiben oder gewählt werden. Sagen Sie, Herr Dr. Klotz. Ja? Glauben Sie, dass ich es schaffe? Natürlich, wir haben hier noch jeden geschafft, lieber. So, lieber Essen. Doktor, ein kleiner Zwischenimbiss. Ein Hähnchen, zwei Schnitzel,
zwei Stückchen Torte, eine Portion Schlagsahne. Richtig gegessen wird erst heute Abend, damit es über die Nacht auch vorhält. Bitte, meine Herren, ich habe doch keinen Appetit. Ja, L'Appetit, je nach Verdauen, sagt schon bald Sacken. Nein, Rabelais. Rabelais, die Hauptsache, es wurde überhaupt einmal gesagt. So. Also bitte, ich mag einfach nicht. Wer mag seine Süßchen nicht essen? Nur Klöne noch. Ein Löffelchen für den Fraktionsvorsitzenden. Ja. So, ein für den Präsidenten. Ein für die Frau des Präsidenten. Ein für den Kassierer. Ein für Dr. Geiger. Ein für den Dr. Klotz. Vielleicht noch ein für den Dr. Raab. Dr. Raab, der kriegt einen großen Schluck, ja. So. Ja, meine Herren. Können Sie sitzen, bleiben Sie sitzen oder hängen Sie sich auf, es ist ganz egal. Geben Sie mir was zu trinken, ich habe 140 Pult. Nein, schauen Sie mich nicht so dämlich an, tun Sie was. Oder von mir aus, mein Gott, es ist ja gar nichts mehr zu tun. Wissen Sie, wie Sie aussehen? Ja. Idiotisch und zufrieden. Nur wissen Sie, wie deplatziert das im Augenblick ist. Nein. Gebt nur ein Whisky, wollte ich gesagt, richtig haben. Mit Soda? Na, mit Ziacali. Das ist apothekenpflichtig. Jetzt macht er Witze. Er! Liebe Dr. Rabe, beruhigen Sie sich. Denken Sie an Ihre Pillen, an Ihren Puls. Mein lieber Herr Dr. Klotz, ich warne Sie, sprechen Sie nicht mit mir wie mit einem Vollidioten. Und da lassen Sie Ihr penetrantes Psychiater-Tremolo. Ihr Whisky bitte, Herr Dr. Ich mag... Achso, bitte. Ja, bitte. Lieber Dr. Rabe, was ist was passiert? Ja. Ist was passiert. Ahnen Sie was, ja? Ich ahne was. Ja, mein Gott. Herr Klotz, nehmen Sie Platz. Ja. Meinen Sie, wenn ich Sie nicht hätte? Ja. Was ist passiert? Es ist katastrophal, es ist unbegreiflich. Also ich fress das einfach. Ja, ich auch nicht. Also bitte, meine Herren, erlassen wir wenigstens das Schnitzel. Ich schaffe es einfach nicht. So, lass uns doch liegen. Wie bitte? Stecken Sie sich doch der Schnitzel an den Hut. Wie reden Sie denn plötzlich mit mir? Meine Herren, ich komme eben vom Parteivorstand. Ja. Die neuesten demoskopischen Unterlagen lagen auf dem Tisch. Ja, und? Ich betrat den Sitzungssaal, es wurde totenstill. Es wurde totenstill? Aha. Ahnen Sie was? Ich hab's geahnt. Meine Herren, das Volk will keine dicken Männer mehr. Was? Ja. Der neue Trend ist schlank, asthenisch, geistig und körperlich, beweglich. Ich hab's geahnt. Soll das etwa heißen? Dick sein allein. Ich bin zu dick. Ja, Sie sind zu dick. Das darf doch nicht wahr sein. Das heißt also, dass ich als Kandidat für Ihre Partei... Nicht in Frage kommen, ja. So ist es. Genau. Ja. Auf Wiedersehen, Herr. Ja, Himmel, Christ, toller Winter noch einmal. Gehst doch in tolle Tau zum Hopfenzupfer. Also da, eure Denkschleider spazieren zu fahren, es windigen Hammen, es mistigen... Bin ich denn ganz blöd? Na, das wurde nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, Sie sind zu dick. Zu fett. Ist denn das zu fassen? Da kommen die Herren mit Hut in der Hand und Phasen von Pflicht, Volk, Vaterland, weiß der Teufel was nicht, also dass ich als angesehener Anwalt und dass das Volk mit Vorliebe dicke Männer wählt. Und ich, Idiot, lasse mich mästen. Fresse kartonweise dicke Schnitzel, pfundweise Torten mit Schlagrahm, werde so fett, dass ich neue Stiegen in mein Haus bauen lassen muss, heirat mein Verhältnis, damit ich saubere Familienverhältnisse aufweisen kann, kauf mir einen deutschen Schäferhund, verflucht und zugenäht, und was habe ich jetzt davon? Eine Frau, ein Hund und Zucker. Sie haben sich da feucht gemacht. Ja. Aber was wollen Sie, Herr Dr. Ellermann? Wir mögen Sie das. Volk mag Sie nicht mehr. Mögen Sie eine Pille? Ja. Machen Sie sich nur lustig über mich. Ich werde diese Räume nie mehr betreten. Ja, das wäre furchtbar liebenswürdig. Mich sind Sie endgültig los. Ja, das haben wir gehofft, denn wir müssen ja doch umdisponieren. Wir haben ja keine Zeit. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Er ist zu fett. Sehen sich so ein Menschen an. Ja. Ist außerdem noch beleidigt und wird ordinär. Ja. Allgäu. Ja. Undank ist der Weltlohn. Bemüht man sich, da baut man so einen Kerl auf. Ja, man gibt und gibt und gibt und so einer fritzt sich hier durch. Mit dem müssen wir mit den elementarsten Dingen wieder, das ist ja nicht zu glauben überhaupt. Ja, was nun? Ja, also meine Herren, große Auswahl hat die Partei nicht. Die können, die wollen nicht. Und die wollen, die können nicht. Da bleibt ja nichts übrig. Ja, doch, einer, der will und kann. Das ist schlecht, das ist doch ganz schlecht. Wie soll ich das verstehen? Ja, wie Sie das verstehen sollen, weiß ich nicht. Hören Sie zu, das ist doch ganz klar. Jemand, der will doch immer mehr, als die Partei kann. Und einer, der kann immer mehr, als die Partei will. Da bleibt doch nichts.
Einer, der nichts will und nichts kann. Na ja, das wäre der Idealfall, nicht? Ja, aber das klappt nicht immer. Meine Herren, die Parteispitze hat sich bereits entschieden. Kennen Sie Heberlein? Heberlein? Heberlein, Heberlein, ist das der? Na ja, auf den wäre ich nie gekommen. Ich kenne einen Heberlein, der ist Steilwandfahrer, der heißt Franconi, ist ein geborener Heberlein. Professor W. Heberlein. Professor, ich hab's geahnt. Volljurist, ja? National... Sozialist, ich hab's geahnt. Nein. Nationalökonom. Bauer. Na, Ökonom ist er und Philosoph und irgendwo auch noch Mensch. Ich meinte, der Heberlein, hab ich geahnt. Ja, 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 ein herrlicher Kopf. Und Professor, also wie Sie eben sagten, Professor laut Statistik, nicht der beachtetste Beruf in ganz Deutschland. Das weiß doch jeder, nicht? Weiß jeder, ich hab's geahnt. Und was hat er uns politisch zu sagen? Naja, er hat noch nichts gesagt gegen die Industrie. Das ist gut. Kein Wort gesagt gegen die Werkstatt. Besser. Kein Wort gegen die Kirche. Bestens. Kein Wort gegen die Bauern. Aber der Mann hat mit einem Wort, der Mann hat Profil. Und seine politische Vergangenheit? Naja, PG 34, hatte aber einen Vetter beim Widerstand. Oh, integre Persönlichkeit. Integre Persönlichkeit. Yeah. So. Das kann. Eheleben? Eheleben regelmäßig. Aha. Und Kinder auch regelmäßig? Kinder zwei. Legal. Legal. Regelmäßig. Ja, was denn? Dann säuft er doch wenigstens. Nein, keine, oder? Was denn? Der hat keine Laster, keine Süchte, kein Morphium, kein Humor? Nein! Humor darf er nicht haben. Hat Lieber er nicht. Dr. Rabe! Ja. Ich bitte Sie, gibt es diesen Mann überhaupt? Dieser Herr wird heute Nachmittag zu uns kommen. Ich hab's geahnt! Merkwürdig aus hier. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, selbstverständlich. Bist du eigentlich gar nicht aufgeregt? Nein, warum sollte ich? Ich bewundere dich, Wilhelm. Danke. So lange Jahre haben wir nun schon zusammengelebt und ich habe nie eine Ahnung gehabt, dass du ein Mann bist. Wie bitte? Der zu großen Berufen ist, Wilhelm. Wie konnte ich das nur übersehen? Nur allzu verständlich, Elfriede. Wer Zeit seines Lebens am Fuß des Berges wohnt, weiß nie, wie hoch er ist. Lieber Herr Professor, herzlich, gnädige Frau, bitte schön, herzlich willkommen im Institut. Mein Name ist Dr. Bitte nehmen Sie doch Platz, bitte schön. Ja, wir wollten uns eigentlich nicht ersetzen, die Zeit drängt. Ja. Ich nehme an, es handelt sich um eine reine Formalität. Ja, unser Wagen steht mitten auf dem Parkverbot drauf. Meine Partei zahlt so viele Mandate, gnädige Frau, da kommt es auf ein Strafmandat nicht mehr an. Ich möchte so sagen, ich betrachte die positive Presse der Reaktion, die positive Reaktion der Presse als unseren ersten Erfolg. Sie wollten sagen, als meinen ersten Erfolg, Herr Dr. Rabe. Ja, natürlich. genug. Professor, ich hoffe, Sie werden sich bei uns sehr wohlfühlen. Wir dürfen Ihr Gepäck vielleicht schon... Bitte? Gepäck? Was für ein Gepäck? Naja, Frack und Zahnbürste. Dr. Rabe, ich glaube, wir missverstehen uns. Der Parteivorstand hatte mich ersucht, für den Wahlkampf Ihre Unterstützung anzunehmen. Ich hatte zuerst gezögert, aber vielleicht ist doch ein kleiner Vorteil dabei. Wir wollen ja die Wahl gewinnen, nicht? Ich gedenke, die Wahl zu gewinnen, Herr Dr. Rabe, und zwar mit meinen eigenen politischen Ideen. Bravo, Herr Professor! Das war ja das, was ich immer in der Parteispitze gepredigt habe. Ich habe immer gesagt, Ellermann weg, Heberlein muss her. Heberlein deckt selbst. Ich sage so, Heberlein. Aber bitte unter uns, entre nous. Ich habe gesagt, Heberlein ist der Phänotyp der Partei. Oh. Wilhelm, was ist das, was du bist? Phänotyp, das ist das Bild der Erscheinungen. Ha, und sowas bist du. Man kann es so ausdrücken, ja. Frau Professor, wenn ich es mal so explizieren dürfte, Phänotyp, das ist das, worin sich Partei und Volk wieder zu erkennen glauben möchten. Alle.
So. Ja, danke ja, schön. Das Wilhelm, möchte ich sagen. Bist du sicher, dass das keine Beleidigung war? Ja, Professor, ich glaube, dann gehen wir gleich mal rüber in medias re. Medias in res. Ja, ich spreche das populär lateinisch aus und ich glaube, wir können dann auch gleich mit dem Kursus beginnen. Mit, ja. Bitte, was für einem Kursus? Ja, also Kursus, Training, Unterweisung. Darf ich Ihnen übrigens meine Mitarbeiter gleich vorstellen? Das wäre hier Herr Dr. Klotz, Manager, Markt- und Motivforscher, Texter, Kontakter, Public Relations Fachmann und Experte für die innere Aufbearbeitung des Wahlkandidaten für Soul Building. Hallo. Ja, es geht. Das wäre Herr Dr. Geiger, Mediaforscher, Sale Promoter und Experte für die äußere Aufbearbeitung des Wahlkandidaten, also für Bodybuilding. Weil, Herr Professor, ich glaube wirklich, das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir mit dieser Mannschaft Ihren Phänotyp nicht aufbereiten könnten. Jawohl! Herr Dr., aber das ist mir jetzt zu dumm. Ich werde weder bei Ihnen logieren, ich habe auch gar kein Gepäck dabei. Ja, macht nichts. Wir müssen sowieso alles neu kaufen, Herr Professor. Noch habe ich die Absicht, mich von Ihnen aufbereiten zu lassen, meine Herren. Ich bin Professor. Ja, das schadet nichts. Ich habe bereits in Heidelberg, in Oxford gelesen. Das macht doch nichts. Ich fürchte also, Sie machen sich etwas zu viel Sorgen um mich, Herr Dr. Rabe. Ja. Herr Professor, ich kenne das Leben. Wen kennen Sie? Das Leben, Herr Doktor, wie es ist. Neutron. Herr Professor, wenn ich mal fragen darf, sind Sie es gewohnt, dass Ihre Reden von gehässigen Zwischenbemerkungen unterbrochen werden? Nein. Herr Professor, sind Sie unterrichtet mit den Mitteln der Massenkommunikationsmitteln? Nicht recht eigentlich, nein. Herr Professor, haben Sie überhaupt ein Image? Ein was bitte? Ein Image? Er hat kein Image. Hat er nicht. Herr Professor, wir werden uns große Sorgen um Sie machen müssen. Wilhelm, was hast du nicht? Mein Image. Vermute, es kommt aus dem lateinischen Imago. Aha, und das braucht man. Sieh mal, ich hab dir gleich gesagt, Wilhelm, du stellst dir das viel zu einfach vor. Bitte schön, was ist das, ein Image? Nein, oh Gott, das ist nicht so wesentlich. Wir bekommen das hin, gnädige Frau, wir bekommen das hin. Herr Professor, ich darf Ihnen jetzt erstmal Ihren Trainingskalender, Ihren Terminkalender für die nächsten 14 Tage geben. Ja, das wollen Sie bitte gütigst dann genauestens durchlesen. Da steht alles einzeln und spezifiziert drauf, gnädige Frau. Auch für Sie habe ich hier einen, ja, das müssten Sie dann eben. Das arbeitet sich ein. WV, für Sie habe ich auch ein Kalender. Wieso? Mit Terminen. Für mich? Brauche ich auch ein Image? Nur ein kleines. Ein kleines. Aber immerhin, WV, ich werde ab und zu Ihnen kommen und Sie bitten, dass Sie alles tunlichst und genauestens befolgen. WV, wenn Sie heute noch irgendwie an einem Hutgeschäft vorbeikommen, Sie brauchen ja Hüte. Ich habe schon einen Hut. Einer Hut ist überhaupt nichts für eine Dame Ihrer Profession. Sie brauchen einen Cocktailhut, Sie brauchen einen Reisehut, einen Repräsentationshut, einen Hut beim Verteilen von Doktorhüten, Gottbehüte, einen Turphut. Und Sie machen das weiter, Herr Professor. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Danke vielmals. Herr Professor, Ihren Pass, bitte. Was heißt das, meine polizeiliche Anmeldung, etc., Personalien, etc. Ja, Ihre Anzugsgröße, bitte? Die steht Ihnen an der Krageninnenseite. Hatten Sie schwere innere seelische Erschütterungen? Nie. Ja, Schuhgröße? 45. Trinken Sie? Na, nicht, dass ich wüsste. Rauchen Sie? Mein Mann ist nicht Raucher. Das geht nicht. Wie? Hatten Sie eine schwere Jugend? Nicht im Mindesten. Das geht auch nicht. Wir legen uns auf Zigarren fest, ja? Rauche nicht, mein Herr! Wissen Sie was? Ihre Jugend streichen wir und machen eine neue, Herr Professor. Ja. So. Sie können doch und wenn Sie den Kopf ein bisschen so halten würden, einen kleinen Augenblick, bitte. So, jawohl. Danke, das langt schon, jawohl, da hören wir gleich auf und nicht gleich alles auf einmal, nicht? Ja, genau. Vielleicht brauchen Sie auch noch meine Fingerabdrücke. Da sagt man immer, er hätte keinen Humor, nicht? Ich
hab's geahnt. Ah, Sie haben's geahnt, ich hab's gewusst. Ach, verzeih, ich hab den ja letztlich monatelang lache. Ich hab den gesehen, hab gesehen, gelehrten Typ, hab den Bart gesehen, hab gesagt, was soll man aus so einem machen? Beim ersten öffentlichen Auftreten bekommt ihr sein Image einen Bruch. Den müssen wir völlig umbauen. Diese alte Hütte? Na, ich sage Ihnen ja, wie wollen Sie aus einer Mietzke seinen Bungalow machen? Die müssen wir ja mit den elementarsten Dingen wieder anfangen. Das ist, als wenn Sie Wasser erfinden müssen. Ja, ein Königreich für einen Ellermann. Ellermann, Ellermann. Das war ein Kandidat. Ja. Los, die Herren ergehen sich in Selbstmitleid. Nicht? Machen Sie nur so weit. Ja, ist doch wahr. Dieser Mann, der bringt doch nichts mit. Außer seiner Frau. Ja, die hat er mitgebracht und da hat er uns aber was mitgebracht. Also, man schämt sich gar nicht. Nee. Reißen Sie doch ein bisschen zusammen, meine Herren! Ich verstehe das gar nicht. Wir haben doch wirklich schon ganz andere Sachen zusammengekriegt. Erinnern Sie sich doch mal. Na, no, den verschnittenen Teutonia-Weinbrand verschnitzt. Stimmt, ein Gesöff, das in der Wirkung jäher als Rizinus war. Ja, ja. Wir haben ihn wieder unters Volk gebracht. Genau, na ja. Und die Kinderleibchen, die durch einen Produktionsfehler zu groß geraten waren. Stimmt, wir haben sie als Büstenhalter verkauft. Ja. Na bitte. Und der Mann, der darunter litt, dass er unheilbar stotterte. Ist heute Sprecher beim Rundfunk. Ja, ich bitte Sie. Und da wollen Sie mal solche Lappalie kneifeln. Das kommt doch wohl nicht in Frage, meine Herren. Der Mann ist eingerückt bei uns hier ins Trainingscamp. Wir werden ihn auf die Minute genau topfit machen. Vorwärts, meine Herren. Der Tanz wird beginnen. Bitte. An die Arbeit. Bitte. Darf ich bitten, Herr Professor? Ja, bitte, worum handelt es sich? Bitte sehr. Was ist denn da? Bitte? Wir müssen jetzt mal Ihren Persönlichkeitsfaktor untersuchen. Keine Angst, Herr Professor, geht alles ganz schmerzlos. Wilhelm, was wollen Sie von dir? Bitte, nehmen Sie eine Pille oder nehmen Sie Platz, solange. Jetzt ist wirklich keine Zeit. Herr Professor, jetzt mal hübsch ruhig sein. Kein Wort sagen, ganz ruhig, ja? Geiger? Ja? Passen Sie mal auf, ich will Ihnen was sagen. Afas ist der ganz brauchbar, wenn er einen Mund hält. Ja. So geht es. So geht es. So gehen Sie mal rüber, Geiger. Gucken Sie sich das da oben mal an. Ich glaube, man müsste ihm eine kleben. Bitte? Irgend so eine Haarersatzteil-Sache. Ja, er hat ja genug. Ich würde sagen, etwas weißer. Und man müsste ihn etwas roden. Ja, vielleicht, ja. Und vielleicht eine kleine Schneise. Ja, dort in die Hirsche hinein. Ja. Und dann ein Scheitel. Weiß und Scheitel, oh Geiger, das ist nicht... Jetzt sagen Sie mal, dies hier, das ist doch voll... Nee, Frau, hängen Sie an dem Bart. Kann aber mein, machen. Nicht... Herr mein Politiker muss glatt sein. Ja, glatt. Lachen Sie doch mal, ja? Soweit man bei uns zu Hause wieder lacht. Professor, sagen Sie mal, können Sie das mal rausnehmen, diese eckige Sache? Aber das ist festgewachsen, mein Herr. Eigenes Zeugs auch noch. Geiger... Da müssen wir feilen. Ja, Herr. Was wollen Sie feilen? Nur am Image. An Ihrem Lächeln. Am Lächeln. Ja. Und denn der Anzug, der ist ja scheußlich. Völlig neu, meine Herren. Ja, neues Auto, das ich fährt, ist auch kaputt. Ja. Naja, und dann die Brille. Die Brille hat er sich gestern erst gekauft. Aber geschieht ja vollkommen recht. Ich durfte ja nicht mit. Friede, bitte jetzt. Ich sag keinen Ton. So, ich bedanke mich. Wir werden vielleicht mal, wie wär's denn mit dieser hier? Nein, gar nicht erst aufsetzen. Die ist ja zu triste. Ja, da hätte ich hier ein sehr schönes Modell für einen Bundestag. Nein, die ist komisch. Runter. Ja. Wie wär's denn mit dieser hier? Die ist ja noch schlimmer, da sieht er ja vergeistigt aus. Also, wenn Sie mich fragen. Nein, kein Mensch fragt Sie. Weiter, Geiger. Ja. Was wollen Sie? Ich finde hier die. Die? Ja. Na ja, probieren wir die. Moment, die ist gut. Das ist meine eigene. Naja, die finde ich schon gut. Ich meine ja auch nicht im Gesicht. Ja, wo denn? Nicht im Gesicht. Ja, wo? In der Hand, mal aufsetzen und mal... Im Grunde genommen steht ihm überhaupt keine Brille. Ja,
What? Ist völlig richtig. Der Herr Professor sollte sich angewöhnen, in der Öffentlichkeit ganz ohne Brille aufzutreten. Um Himmels Willen, ich bin hochgradig kurzsichtig, meine Dioptrie 7,5. Kriegen doch zwei starke Männer. Geht alles ganz mehr. Können Sie auch führen. Oh, kann auch geführt. Oh. Sie werden geführt. Ja. Sie werden geführt. Lass mal das jetzt sagen. Ja. Kaigerlein, was ist jetzt Rhetorik? Rhetorik! Was höre ich? Sie wollen mit mir Rhetorik arbeiten? Eine Mann, der seit 20 Jahren Vorlesungen hält, Herr Dr. Rabe. Klotz. Wer von uns will, unterwarten, Pessimisten den Strom der Lüge in der Welt. Aber er erfährt auch, dass irgendwann Vernunft ihm entgegenkommt, wenn er selbst vernünftig wird. Diesen Satz möchte ich speziell bewiesen sehen in der Wandlung unseres Verhältnisses zu Frankreich. Sagen Sie mal, finden Sie das gut? Ausgezeichnet. Nee, Frau. Bitte. Können Sie mir mal sagen, was Ihr Gatte da eben gesagt hat? Was er gesagt? Ja. Entschuldigen Sie bitte, aber ich höre prinzipiell nie zu, wenn mein Mann über Politik spricht. Nee, Frau. Ja. Wer Vernunft will und erwartet, kennt nicht weniger als die Skeptiker und Pessimisten den Strom der Lüge in der Welt. Aber er erfährt auch irgendwo, irgendwie, irgendwann, dass Vernunft ihm entgegenkommt, wenn er selbst vernünftig ist. Bravo! Bravo! Das hat Ihr Gatte eben gesagt. Na, das hat er eben gesagt. Ja. Wilhelm, was sagst du dazu? Firlefanz. Nein! 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 Oh, Herr Professor, was Sie als Firlefanz betrachten, das ist die Blume der Rhetorik. Und wie Sie sagen, unser Verhältnis mit Frankreich. Unser Verhältnis zu Frankreich. Ja, das muss blühen, 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 Professor. Herr Professor, sagen Sie, hatten Sie denn schon mal ein Verhältnis? Was fällt Ihnen ein? Wilhelm. Niemals! Niemals! Macht nichts, Herr Professor, das üben wir alles noch. Ja, ja. Es geht alles ganz schmerzlos, Herr Professor, ja. Elfriede, worauf hast du mich da nur eingelassen? Leibesfülle, immer noch abfallend, Verlust auf 16%. Verlust auf 16%. Charme, weiter lustig, lustlos, 18%. 18%. Blumenliebhaber, Fall von 17 auf 14,7. Von 17 auf 14,7. Schlagfertigkeit, freie Rede, Humor, stagniert. Stagniert. Tierliebhaber, starke Aufwärtsbewegung. Von 19 auf 26. Von 19 auf 26. Intelligenz leicht zurücknehmend auf 6. Auf 6. 6, meine Herren. Das wird's. Sagen Sie mal, auffallend ist ja der Kursanstieg in Tierliebe. Ja, sollten wir sofort ausnutzen. Das nutzen wir bereits aus. Zwei deutsche Schäferhunde sind mit dem Professor schon unterwegs. Wochenschau dreht das. Das Schäferhunde ist schlecht. Wieso? Ich habe gerade gelesen, vorhin Boxerstahl gekommen. Oh, Klotz, da haben Sie auch wieder die Sportseite gelesen. Oh, was haben wir? Wollte ich nicht. Um Gottes Willen. Professor, sind Sie gestürzt? Ich hab's geahnt, ohne Brille. Ich war's gebrochen. Gebissen. Wer hat Sie gebissen? Der Hund. Lachen Sie nicht! Das war nicht zum Lachen, mein Gott. Entschuldigen Sie bitte, Herr Professor. Sind Sie schon auf Tollwut untersucht worden? Das hat der Arzt gesagt. Sehr tiefe Bisswunde, aber nicht gefährlich. Aber wann können Sie runter? Steht der Verband? In zwei Wochen. Zwei Wochen. Der blöde Hund. Mein nicht den Schäferhund jetzt. Jetzt bricht ja alles zusammen. So eine Blamage. Ich möchte betonen, dass nicht ich es war, der den Hund gebissen hat. Der den Hund gereizt hat. Natürlich waren Sie das. So ein Hund beißt sich ins Blaue rein. Ja, selbstverständlich. Ich kenne doch den Hund persönlich. Ich habe Ihnen ja immer gesagt, ich kann ohne Brille nicht sehen. Ich konnte hintreten, wohin ich wollte. Überall trat ich auf Hund. Jetzt setze ich die Brille wieder auf. Gut, setzen Sie Ihre Brille wieder auf. Was machen wir? Ich hab's. Na, er hat was. Ich hab's geahnt. Doch. Es wird furchtbar. Ich sehe schon die Karikaturen in den Zeitungen. Den letzten beißen die Hunde. Ich habe eine Idee. Ach. Wir sperren ihn 14 Tage ein und dann ist er weg. Bitte lachen Sie mitten im Wahlkampf. Was anderes fällt mir nicht ein. Wenn Sie Ihre Verzweiflung und Ihr Nichtskönnertum, das widert mich. Moment. Hallo. Fräulein Lotte. Ach so, ich.
Frau Lotte. Ja, nehmen Sie bitte mal auf, ja? Ja, ein Blitztelegramm an alle Agenturen. Ja, Überschrift: Jubel um Professor Heberlein. Professor Heberlein kam soeben von seiner großen, erfolgreichen Wahltournee zurück. Wohin er kam, überall Hände, die erschütteln mussten. Professor Heberlein musste sich in ärztliche Beratung begeben und wird für 14 Tage seinen rechten Arm in einer Schlinge tragen müssen. Ein stolzes, aber schmerzvolles Zeichen für die innere Verbundenheit der Wähler mit Professor Heberlein. Das muss gleich raus. Donnerwetter. Wie Sie das nur schaffen. So zu lügen, ohne rot zu werden, Herr Dr. Rabe. Lassen Sie mal sehen. Ich komme darauf zurück, Herr Professor. Ich komme darauf. Bleiben Sie stehen. Passen Sie auf. Da hatten doch Wähler noch etwas an ihm auszusetzen. Ja, Sie sagen, er wäre zu schüchtern. Er wäre kontaktarm. Kontaktarm, jetzt ist er auch noch kaputt. Und zu weltfremd. Weltfremd, kontaktarm. Da habe ich ein gutes Programm. 14 Uhr, Besuch eines internationalen Fußballspiels. Was denn bitte mit dem Arm hier? Sie sollen doch zusehen und nicht mitspielen, Herr Professor. Professor, 16.03 Uhr, Einfahrt in ein Bergwerk und Umtrunk mit den Kumpeln. Ja. Da tun Sie mir einen Gefallen. Ja. Professor, machen Sie sich da ein bisschen schwarz im Gesicht. Ja. Bevor Sie runter... sind Fotografen da. Nicht, dass er zu viel macht. Nein, ich wenig. Aber so, dass man sieht. Ja, ja. Nase, ja. Stirn. Ja, ich fahre mit ein. Fahren Sie mit ein. Professor, das ist nicht so wichtig, aber denken Sie dran, wenn Sie zurückkommen und Sie kommen an einem Metzgerladen vorbei, möglich sehen, dass er überfüllt ist, da stellen Sie sich bescheiden, da sind auch Fotografen, hinten an der Schlange an, gehen langsam nach vorne und verlangen Achtel oder ein Viertel Leberwurst. Ja. Ne. Doch, ein bisschen mehr. Ich mag gar keine Leberwurst. Geben Sie es dem Hund, der Sie gebissen hat. Ja, wir müssen auch darauf achten, dass er Heizöl nicht... Ja, Professor, wenn Sie im Bergwerk sind, da können Sie, wer mir lieb, sagen Sie den Kumpels, dass keine Zeche geschlossen wird und dass Sie und Ihre Frau allergisch sind gegen Heizöl. Jawohl, das bin ich. Das werde ich mit mir. Dann haben wir die Weinfindung. Ja, natürlich. Nicht vergessen, etwas später, 18 ja, Uhr. 18. Besuch der Weinkönigin und Küssen derselben. Ah, aha. Wohin, bitte? Wenn Sie frivol. Wohin? Ist doch egal, wo was frei ist. Dann, aber denken Sie dran, nicht die Hand küssen. Wir sind Republikaner. Nein, mir fällt da schon was ein. Ja. Abends in ein politisches Kabarett. Politisches Kabarett. Muss ich die auch küssen? Sind Sie ausgelassen? Da sollen Sie nicht küssen, da sollen Sie lachen. Und zwar nicht sondern leicht. Seitwärts. Intellektuell lachen. Auch Fotografen da. Sind Fotografen da. Ja. Um 24 Uhr muss er hier wieder im Studio sein, damit wir diese Fernsehsache vorbereiten können. Das ist Ihr Manuskript. Live, Herr Professor, Fernsehansprache. Ja. Oder? Das wäre es wohl. Na, jetzt wollten wir gleich weitermachen. Abschreiten einer Ehrenformation. Das können wir machen. Abschreiten der Ehrenformation, wenn er das kann, wer mir sie liebt, dann sehe ich das gleich. Ja. Bitte Musik. Die Unterlage. Na, Dr. Howard. Diese Rede. Da folgt ja eine hohle Phase auf die andere. Mein Gott, sind Sie linkisch? Da sagt man ab und zu mal, ich hasse große Worte, aber... Kommt gar nicht in Frage. Was? Wichtige und bedeutsame Erklärungen möchte ich schon selber aufsetzen. Was will er? Herr Professor, ist das Ihr Ernst? Mein vollster Herr Dr. Rabe. Nein! Das reißt bei uns nicht ein! Wer bin ich denn hier überhaupt? Was erlauben Sie sich? Ich habe mich gewissen Einsichten gebeugt, ja, gewiss. Aber das geht zu weit. Ich weiß selber, was ich tue. Merken Sie sich das, Herr Dr. Rabe? Geigerlein. Ja, Geigerlein, ich möchte den Film sehen mit Herrn Professor jetzt. Ja, dann kann Herr Professor selbst sehen, was los ist. Setzen Sie sich bitte vorher schon hin. Ein Schneidenkammer. Schau! Eine Schere. Das sind Sie, Herr Professor. Das soll der erste Spatenstich sein. Damit graben Sie ja Ihr eigenes Grab. Damit kriegen Sie nie eine Autobahn fertig.
Wie der läuft, der latscht ja. Ja, der fällt da noch hin. Mein Gott, Herr Professor. Glauben Sie, dass das Eindruck auf einen Wähler macht, Herr Professor? Na ja, gut. Stadtpfeife ist das. Na ja, ist gut. Hab ich schon wieder vergessen. Bin ich nachtragend? Gemma. Abschreitende Information. Hab ich schon wieder vergessen. Musik. Jetzt mal schön. Ja, Gleichschritt. Gleichschritt mit wem denn? Mit wem? Mit der Musik, mit sich, mit irgendwas. Machen Sie doch Gleichschritt. Ach. Haben Sie die Türen zu? Ja. Was ist denn? Haben Sie denn nicht gedient? Nein. Ich... Immer zurückgestellt. Kann ich mehr? Zurückgestellt. Meine Ohren nehmen das nicht mehr. Ein Untauglicher. Oh Gott, letztlich, was machen wir? Ja, ich hab's. Ja, was denn? Ich hab's geahnt, das kommt so. Ich hab eine Idee. Was? Na? Wir lassen ihn. Was? No? Wir lassen ihn, wäre die beste Idee. Aber... Ja, ja no. Geht doch nicht. Wir lassen ihn nachdienen. Bei wem lassen Sie ihn nachdienen? Was haben Sie? Ich habe eine bessere Idee, ja. Wir werden uns eine Uniform besorgen, dann werden wir ihn fotografieren und drunter schreiben, Professor Heberlein als Kompaniechef an der Ostfront. Da, das ist doch noch blödsinniger! Die ganzen Soldatenverbände haben doch die Unterlagen, die wissen doch sofort, wenn da jemand reingeschwindelt worden ist, ist sofort... Da sind doch die ganzen Karteigenossen in den Karteien drin. Ja, dann weiß ich nichts mehr. Schreiben Sie. Ja. Notieren Sie. Ja. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs drängt es Heberlein ungestüm zu den Waffen. Haben Sie Waffen? Was? Zu den Waffen. Ach so, hier, ja. Zu den Waffen. Die Kriegstreiber. Nicht! Denkt mit Kriegstreiber! Das will ich gar nicht mehr lesen. Durchstreichen. X. Die Machthaber des Zweiten Weltkriegs verwehrten Heberlein seinen Drang zu den Fahnen. Fahnen. Also, Widerstand gegen den Gewaltstaat, aber keinen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wir machen jetzt den triumphalen Einzug in eine Stadt. Ja, natürlich. Ja, bitte, Herr Professor. Wunderbar, dann mache ich gleich hier das Volk. Sie sind am Stadtrand, der Oberbürgermeister hat Sie schon begrüßt. So. Bitte. Bravo, Rufe. Bravo. 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 Hören Sie. Ja, sehr schön. Sie das Volk. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Moment. Professor, sehr hübsch, aber das ist affig. Ja. Affig. Morgen, Herr Dr. Rabe. Morgen, Ehefrau. Wie ist das Befinden? Das Gehörte? Oje, oje. So schlecht. Herr Dr. Rabe, ich hab so einen Kater. Ich bin doch überhaupt keinen Alkohol gewöhnt. Und nun habe ich doch gestern so einen Dichterkongress eröffnet. Haben Sie schon davon gehört? Schlimmer, ich lese gerade darüber. Ja, was schreiben die denn? Ich fürchte objektiv. Oje. Herr Dr. Rabe, haben Sie die Empfindung, dass ich was Dummes gesagt haben könnte? Hören Sie mal zu. Ja. Tante Elfriede und die große Welt. Dieser Lümmel. Frau Heberlein richtete auch gütig das Wort an einen unserer bekanntesten Lyriker, indem sie ihrem Bedauern Ausdruck gab, dass sich in der modernen Lyrik hinten nichts mehr reime. Stimmt das? Dann sie, was hat denn der Herr da gesagt? Stimmt, er hat gesagt, es geht viel schneller so. Da muss er nicht rumsuchen. Außerdem hat er so viel Arbeit, der muss dichten, der arme Junge. Hier, sehr leutselig gab sich Frau Heberlein, als sie die Gattin eines Komödienautors fragte, ob ihr Mann nach einem Wurf auch immer unter gastritischen Beschwerden zu leiden habe. Und sie fragten, wo nimmt ihr Mann nur immer diese vielen Witze her? Ja, das stimmt. Aber die hatte keine Ahnung. Die war das auch eine Katastrophe. Wer zum Teufel hat Ihnen gesagt, dass Sie sich in diesem Kreis über Literatur unterhalten sollen? Es wurde nur gesagt, dass Sie Ihre Verbundenheit zur Kunst zum Ausdruck bringen wollen. Sie haben ja Ihr ganzes Image verdorben. Auch von diesem Ding war überhaupt keine Rede. Dann fragen Sie doch, wie es Franz Kafka geht. Ja, wie geht's Ihnen? Mann ist doch so gut wie tot, ich bitte oh Sie. Oh Gott, wie peinlich. Erzählen Sie da Ihr schönster Roman, wie die Heilige und ihr Narr oder so. Das ist was Herrliches. Das sollten Sie mal lesen, Herr Doktor, da geht Ihnen das Herz auf. Ja, nach der Wahl, Frau. Ich glaube wirklich, Sie sind überfordert. Sie,
sollten sich mal frei machen. Bitte? Heute Nachmittag. Und sollten mal an das gar nicht denken. Schlafen! Schlafen Herr Doktor, das ist lieb. Ach, ist das schön. Ich habe einen solchen Kater. Mein Kopf liegt doppelt breit. Morgen stehe ich Ihnen dann wieder voll zur Verfügung. Danke Ihnen, gnädige Frau. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Dankeschön. Wiederschauen, gnädige Frau. Gänge! Herr Doktor, kommt her. Wo ist der Professor? Wird massiert. Ja, warum? Wagenkrampf. Wieso? Fahrrad. Oh. Ja, wir haben ihn auf einem Fahrrad fotografiert und darunter geschrieben, auch Professor Heberlein radelt morgens ins Grün. Ja, nur radeln Sie, er soll reinkommen. Ja, soll reinkommen. Selbstverständlich. Platz! Herr Professor, hier! Komm hier. Haben Sie schon von Mutter Elfriedens Triumph gehört? Eben, ich habe alles gehört. Passen Sie auf, die Frau muss verschwinden. Die Frau muss verschwinden? Was, die Frau muss verschwinden? Bitte schön, ja. Ich kriege aber kein Mensch mehr auf ein Velociped. Ja, nun setzen Sie nur in Ruhe hin, ist ja noch alles dran, ist ja noch alles heil. Das ist gut, das müssen Sie durchhalten. Professor, sagen Sie, waren Sie heute bereits im Dom? Nein, noch nicht. Sie waren nicht im Dom? Nein. Herr Professor, ich habe Sie so gebeten, die Kirchenbesuche möglichst striktest einzuhalten. Ja, ich weiß, aber ich bin früh morgens immer so müde. Es fällt mir so schwer, der Predigt aufmerksam zu folgen. Hat Ihnen doch kein Mensch gesagt. Ich habe ausdrücklich gesagt, olympischer Grundsatz, Teilnahme entscheidet. Bedenken, auch die Opposition hat das längst kapiert. Aufstehen, Herr Professor, Wahlversammlung, ich bin noch ganz heiße Wahlversammlung. Ja, jetzt wird's lustig, Herr Professor. So, Herr Professor. Das macht Spaß. So. Bravo. Ja. Der Mann muss. Nein, aber. Ach, hör auf. Was ist denn nun schon wieder? Na, ihr linkes Ihnen nicht. Küss Ohr, das steht doch wieder ab. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen auf der linken Seite schlafen. Ja, ich werde jetzt kuscheln. Versuchen daran zu denken. Na ja, bitte. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren. Quatschkopf. Was ist denn? Ja, wir probieren doch, wir üben doch. Wieso denn? Wir spielen das voll. Ach so, Entschuldigung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin hier zu Ihnen gekommen. Warum sind Sie nicht zu Hause geblieben? Das hätten Sie ja auch tun können, dann würden Sie hier nicht stören. Warum? Okay. Um Ihnen unser... Ich bin hier zu Ihnen gekommen, um Ihnen unsere außenpolitischen Probleme nahezubringen. Langweilig! Keine Sorge, lieber Freund, ich werde Sie so vereinfacht schildern, dass sogar Sie sie begreifen. meine Damen und Herren. Das vierte Mal haben Sie das jetzt schon gesagt. Das vierte Mal erzählen Sie mir, meine Damen und Herren. Nein, das ist ein Irrtum. Ich sagte, meine Damen und Herren, von Ihnen war noch gar nicht die Rede. Menschen auf der ganzen Welt bewegt heute ein einziges Problem. Warum wird die Butter dauernd teurer? Halt den Mund, du Lümmel! Oh, nicht doch, meine Herren. Der Arme hat zu Hause nichts zu sagen. Lassen Sie ihn doch wenigstens hier zu Wort kommen. Gut. Pfeifenkopf! Freut mich, dass Sie sich endlich vorstellen, mein Name ist Heberlein. Sehr gut, Professor. Aber Sie sind ein Feigling. Ich gebe Ihnen die Adresse meines Kompaniechefs. Den können Sie fragen, ob ich im Ersten Weltkrieg ein Feigling war. Sehr gut! Außerdem scheinen Sie mir noch viel zu grün zu sein, um sich darüber ein Urteil bilden zu können. Meine lieben jungen Freunde, das sind diese kommunistischen Störversuche. Das ist gut! Wissen Sie, ich wollte überhaupt nur wissen, ob Sie auf dieses Wort kommen. Wenn Sie das haben, haben Sie alles. Sie Dilettanten, Sie pfeifen, Sie Jetzt ist das Schluss. Ach so, ist vorbei. Entschuldigung. Das Wichtigste, Hanna. Herr Professor, Ihr Wichtigste, Ihre Frau steht draußen vor der Tür und fragt, ob Sie Speisen kommen. Ja. Nein, bleiben Sie mal hier. Da ist noch eine Sache. Professor, ich habe durch Zufall ein Bild bei mir, ein Foto. Ist was mit meiner Frau? Kennen Sie also, das? Ach so, ja. Ich hab's geahnt. Sie ist zu groß. Nein, das will ich nicht sagen. Er ist größer, aber sie ist nicht größer genug. Ja, Für den Wähler hängt über ihm wie ein Damoklesschwert der Pantoffel. Was, das ist aber lächerlich. Herr Professor, Sie müssten von der Bildfläche verschwinden. Ich? Nein, Ihre Gattin. Ihre Gattin.
Wie? Ja, das heißt also, Sie müssten sich von ihr trennen. Ich soll mich von Elfriede scheiden lassen? Nein, lieber wer? Gottes Willen! Scheiden doch nicht, da wählt sie kein Mensch. So schön es wäre. Ich habe da eine großartige Idee. Sagen Sie mal, wie wär's? Da gibt es doch so harmlose Krankheiten. Krankheit. Ich meine, stimmt, stimmt. Ihre Frau muss ins Bett. Herr Doktor Rabe, habe doch schon zwei Kinder. Und möchte ich Sie daran erinnern, wenn Sie die Leserbriefe selbst schon schreiben. Triumph! Oh, meine Herren, wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Was haben wir gesiegt? Heberlein ist Kaiser. Heberlein ist Kaiser? Da haben wir was falsch gemacht. Das wollten wir doch gar nicht. Mein Gott, Franz, Sie sind dumm. Mein Gott, Heberlein, die Wahlkurve. Haben Sie mal von schnell gehört? Die Kurve von Heberlein schnellt empor. Er steht vor einem Wahlsieg. Nein! Heberlein ist nicht im Kommen. Heberlein ist da. Hurra! Schaut sich das an. Das ist die Popularitätskurve von Heberlein. Höher geht's nicht mehr. Warum nicht? Weil ich mit dem Arm nicht höher rauf. Ja, was ja fabelhaft. Heberlein ist ein Senkrechtstarter. Das muss gefeiert werden. Sekt her. Ich hab's gelernt. Sechs. Das ich auch das habe ich geahnt. Das soll gefeiert werden, meine Herren. Jetzt soll es passen. Meine Freunde. Ja. Ja. Mitarbeiter. Ja. Ich hab's geahnt. Machen Sie mir mein Stückchen Stimmung. So muss Einstein zumute gewesen sein bei der Entdeckung Amerikas. Nein. Relativitätstheorie. Nicht verrückt? Ich hab's geahnt. So muss Kolumbus zumute gewesen sein bei der Entdeckung Amerika oder Maastricht bei der Entdeckung des Senders. Sie empfangen wohl das dritte Programm. Sie sind dämlich, Gott. Sie waren sicher, meine lieben Freunde, stolz und zufrieden. Genau wie wir, wenn es heute geglückt ist. Persönlichkeiten herzustellen. Wir wissen heute, dass man nicht nur Lokomotiv oder Napfkuchen oder Hoffmannstropfen herstellen kann. Man kann Persönlichkeiten herstellen. Wir haben es bewiesen. Wir können, wenn es nötig ist, einen Chaplin oder einen Shakespeare oder einen Bismarck oder einen Karajan. Schwer. Ah, ja. Ja, gut, schön. Aber ja, wenn es verlangt wird, es verlangt keiner, können wir einen Seebohm herstellen. Nein, das glaube ich nicht. Prosit, meine Herren. Da kündige ich. Ja. Darf ich fragen, meine Herren, was hier eigentlich gefeiert wird? Oh Gott, Heberlein! Heberlein! Also an Sie hätte ich überhaupt nicht mehr gedacht. Gratulation, Herr Professor. Sie haben sich durchgesetzt. Sie sind ganz oben. Ihre Popularitätskurve ist da oben. Gucken Sie mal, Herr Professor, ganz da oben. Sie sind auf 80, sind Sie jetzt. Auf 80. Nein, Willem, ich wusste doch genau, du schaffst es schon. Jetzt bitte sei still. Nein, nein, das hast du nur dem lieben Herrn Dr. Rabe und seinen reizenden Mitarbeitern zu verdanken. Mein Gott, was ziehe ich bloß zur Wahl an. Danke, meine Herren. Ist Ihnen nie der Einfall gekommen, mich zu dieser kleinen, netten, also sagen wir ruhig, Siegesfeier gütigerweise auch einzuladen? Na ja. Entschuldigung, man kann nicht an alles denken. Ja. Glauben Sie nicht, dass ich an diesem Erfolg, immer, dass ich unbestrittener Spitzenkandidat bin, auch einen kleinen Anteil habe? Herr Professor, haben Sie schon mal gehört, dass man ein Pferd, das beim Derby gewonnen hat, zum kalten Buffet einladet? War das ein Witz? Ja, man muss nur wissen. Willem, nun trink doch nicht so viel. Ich trinke so viel ich will. Nee, Frau hat vollkommen recht, Herr Professor, Sie sollten nicht so viel trinken. Verbitte mir diese dauernden Bevormundungen. Was guckst du mich dabei an? Ich gar nicht, ich schiel doch nicht, ich habe die beiden angeschaut. Ich habe gar nichts gesagt. Aber Herr Professor. Sie halten jetzt die Klappe, ne? Ist was? Ja, ja. Doktor, kommen Sie mal vorne. Gerade mit Ihnen hätte ich nämlich ein kleines Wörtchen zu erheben. Ja. Und zwar hier. Nein, hier nicht, Herr Professor. Hier stehen Sie genau im Zug. Ja, ich, Schatz, wegen der Stimme. Ich stehe, wo ich will. Ja, Sie sollten sich einen Schal umlegen, Herr Professor. Sie unterbrechen mich nicht, aber. Wilhelm, nun sei doch nicht kokett. Nimm den Schal um, du weißt, du hast es immer mit den Mann. Ja, kann man denn hier nicht mal einen Satz zu Ende bringen?
Ich hab dir tausendmal gesagt, du sollst nicht reinmischen. Ja? Wilhelm! Was ist denn? Jetzt schäm dich aber, Willi. Ja, warum? So hast du noch nie mit mir gesprochen, noch dazu vor all diesen Leuten, sag mal. Ich finde es so deprimierend. Was wie miserabel denn, du den Erfolg verstehst. Schäm dich, pfui. Oh, Elfriede, was? Also, Sie haben mich, also nicht eingeladen, weil Sie annehmen, ich sei nichts weiter als ein Pferd, das Sie zugeritten haben, was? Ja, das haben Sie so formuliert. Und Sie glauben auch, das Pferdchen wird so laufen, wie Sie sich das wünschen? Ja, das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und Sie haben gar kein bisschen Angst vor meiner Rache, wenn ich erst mein Ziel erreicht habe? Unser Ziel! Ich werde die Regierungsgeschäfte führen, Herr Dr. Rabe, und nicht Sie! Ja, Herr Professor, wissen Sie, da bin ich noch nicht so ganz sicher, Herr Professor. Wissen Sie, wir haben ja nicht nur Ihre Popularität aufgebaut, wir werden Sie auch zu erhalten versuchen. Und Herr Professor, wenn Sie Regierungschef sind, dann werden Sie Ihre Sachen bei uns repetieren müssen, nicht wahr, meine Herren? Ja, ja, natürlich, Sie werden weiterhin Ihre Reden von uns gemacht bekommen. Wir werden weiter Ihre Anzüge einkaufen. Und Ihr Privatleben dosieren. Ja, sehen Sie mal, das denken Sie sich nur. Herr Professor, ich werde Sie entlassen. Nein, aber Feuer! Denn die Partei! Denn die Partei damit einverstanden! Ich bin gar nicht auf Sie angewiesen. Ich bin der Liebling des Volkes. Ich brauche Sie gar nicht. Ich habe Sie nie gebraucht. Wir müssen die Fernsehsendung absagen. Ich will aber! Herr Professor, bitte, seien Sie nicht trotzig. Entschuldigen Sie, sind ja auch halb voll schon. Ich bin so nüchtern, war ich noch nie in meinem Leben. Sie sind alle betrunken. Ich bin immer weg hier. Herr Professor, ist es auch viel zu spät? Das wollen wir sehen. Herr Professor, bitte bleiben Sie hier. Wiedersehen. Herr Professor, ich muss die Parteileitung anrufen und Sie bekommen einen Rüffel. Den Rüffel kriegen Sie, weil Ihnen der Gaul durchgegangen ist. Professor! Der dressiert. Ich bitte Sie! Ich werde Ihnen was bieren. Bitte sagen Sie ihm im Studio, er soll das Manuskript nehmen und Wort für Wort ablesen. Ich kann nicht. Was ist denn, Herr Doktor? Das Manuskript ist nicht kapiert. Hey! Hä? Ja, Herr Doktor. Bitte. Sagen Sie mal, wer hat denn diesen Quatsch mit der Fernsehsendung überhaupt angebrockt? Sie, Herr Doktor. Den Mist muss man alleine machen! Meine Damen und Herren, in unserer Reihe Überzeugen Sie sich selbst spricht heute der in letzter Zeit sehr stark getretene Kandidat, hervorgetretene Kandidat für die nächste Parlamentswahl, Professor Dr. Wilhelm Heberlein zu Ihnen. Bitte sehr, Herr Professor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das liegt doch schon wieder dieser Wisch, dieses alte Parteichenes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im politischen Wahlkampf galt seit Jahrtausenden der Grundsatz, man kann gar nicht so viel lügen, wie einem geglaubt wird. Im periklischen Zeitalter, und da wollte ich den wissenschaftlichen Hebel ansetzen. Wie war es denn da? Also, sehen wir mal ab von gewissen Verfallserscheinungen in sittlicher Hinsicht. Es war doch so, dass ein Ehemann seine Frau eigentlich nur zum Kochen benutzte. Ne? Ich meine, er hat auch noch andere Interessen. Ja? Und das ist der springende Punkt. Ja? Die Leute waren eben damals noch nicht so stumpfsinnig, materialistisch und so gefährlich dumm, wie sie es heute sind. Das sollte gar keine Beleidigung sein für Sie. Unbeeindruckt durch Interessengruppen, Proportdenken, Parteien, Egoismus. Ja, sogar. Mahlzeit, Herr Dr. Rabe. Mahlzeit, nimm den Platz. Und unbeeinflusst. Und
Machen Sie doch nicht eine Tonstörung! Tonstörung, mein Lieber, das habe ich einmal gemacht. Nie wieder. Kennen Sie? Das Bild kann bleiben, aber wenn Sie etwas tun, Ihr Intendant wackelt. Sie können eine große Chance. Da müssen Sie sich bei dem Intendanten aber sehr anstrengen, mein Lieber. Das haben andere versucht. Unternehmen Sie doch endlich mal was. Wollen Sie ja, etwas? Ich tue etwas. Was tun Sie denn? Was tun Sie? Ich werde der Presse von Ihrem interessanten Vorschlag Mitteilung machen. Und hören Sie doch nicht mal so, meine Damen und meine Damen und Herren. Und sogar eine gewisse Form des Kommunismus. Oh Gott, jawohl. Jawohl, um es gleich zu sagen. Der Kandidat lügt sich in die Herzen des Volkes hinein. Und das, meine Damen und Herren, lehne ich ab. Das Furchtbarste. Das Schlimmste ist ja, dass der Professor Heberlein jetzt der populärste Mann ist im Volk. Was? Ich hab's gelesen. Was? Sagen Sie es nicht, bitte. Ich hab's gelesen. Ja. Und wem hat er das zu verdanken? Man sagt, er wäre eine eigenwillige Persönlichkeit. Eben. Dazu haben wir ihn gemacht, ne? Ja. Und was sagt die Partei dazu? Die Partei, Schäumt. Die schäumt. Die Partei schäumt. Furchtbar. Aber sie will ihn nicht mehr, ne? Wollen? Oh, wollen. Sie kann ihn gar nicht wollen. Was will sie mit eigenwilligen Persönlichkeiten? Ich will ihr was sagen. Ja? Ich meine, wir kennen doch das Geschäft aus dem... Ja. Prima. Das kennen wir doch wirklich. Wir haben das doch nur alles mitgemacht. Was halten Sie davon, Klotz, wenn wir jetzt mal versuchen würden, einen Kandidaten zurechtzuputzeln? Was? Umgekehrten Weg? Genau. Ja. Erst fertig machen den Kandidaten, dann suchen. Und dann populär. Ja, natürlich. Sie doch mal an die Kastrationsmaschine. Ja. Das ist die Idee. Warum sind wir denn nicht vor euch? Das ist... Du kannst sie mal auf. Geiger, jetzt geben Sie mir doch mal eine Lade. Eine Lade? Eine Kinnlade. Ja, irgendwas. Irgendwas. Herrliche Lade. Ja, herrliche Lade. Kein Kopf, Stirn. Stirn. Jawohl. Und bitte was rein. Irgendwas, bitte. Irgendwas rein. Ja. Geiger, machen Sie keine Silvesterscherze. Das gibt's nicht. Den gibt's gar nicht. Ja, wie wär's denn mit meiner Mittelteil vielleicht? Ja, bitte. Was sehen Sie? Hübschen oben und unten geht das. Genau richtig. Hier ist noch ein anderer Mittelteil. Nein, keine Damen. Keine Frauen. Keine Frauen. Keine Frauen. Unten was hin. Unten was hin. Vielleicht was Energisches. Was Energisches. Da habe ich hier irgend sowas. Das ginge vielleicht. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist eine Mischung zwischen Flugzeugführer und Industriekapitän. Das ist... So zwischen Udet und Backpulver. So. Noch was anderes, Auswahl. Ja, ich hab hier noch ein Stück Haare. Das gehört unten hin, das ist eine Fräse. Nein! Was? Das ist kein Helgoländer, das ist eine Stirn. Ah, ja. Das ist ein Schlumpfkopf, ein Schlumpfkopf. Muss ich entwickeln? Weiter? Einen anderen Mittelteil, der ist zu breit. Der ist zu breit, der macht zu viel Aufhebens. Was nicht? Was nicht? Nee, denke ich. Was anderes? Hallo, Moment. Was denn da los? Haben Sie? Ich hab's geahnt. Was denn? Ich hab's geahnt. Heberlein hätte die Wahl nie gewonnen. Wieso denn? Intelligenz fällt und fällt und fällt und fällt und fällt und fällt. Die Dicken sind wieder im Kommen. Die Dicken? Die Dicken, 18,8% Zunahme in 2 Tagen, Trend anhalten bis zum Wahltag. Mach mal Dicken! Mach mal Dicken! Und Mitteln. Ich hab hier einen unten. Ja. Sehr schön. So. Ja, und nun? Ja. Das ist ein Gewerkschaftsbruch. Ja, das macht ja nichts. Hier, so. Mein, das ist doch. Den kenn ich doch. Du Kellermann. Das war ein Mensch. Ach, Kellermann. Jedes Pfund von dem war schön. Wenn der sich wo hinsetzt, da saß einer. Da war doch ein Stuhl voll Mensch. Ja. Eben, da saß das zwei da. Oh, wie kriegen wir jetzt den Ellermann? Ja. Was ist? Ellermann. Hol Ellermann. 45 Kilo, weggehungert. In 6 Monaten. Alles für Sie, meine Herren.